gerne ein Ja, auch gerne ein leidenschaftliches Nein, aber kein so ein halbgares Vielleicht. Ne? Also gerne ein Ja oder auch ein leidenschaftliches Nein, aber kein so ein Wischiwaschi Vielleicht. Wenn es etwas gibt, was dich begeistert, wo dein Herz auch spürt, ja, das ist der richtige Weg, das ist es, wo es lang geht und das bringt auch mich in die Welt, das bringt was Gutes in die Welt, das bringt Pixar-Luba in die Welt, dann gerne ein leidenschaftliches Ja, dann geh dafür, dann tu das. Aber wenn du merkst, okay, irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an oder das fühlt sich nicht gut an oder ich weiß nicht, das begeistert mich gar nicht so richtig, irgendwie, dann sag auch mal Nein. Lerne wirklich Nein zu sagen, auch gerne leidenschaftlich. Nein. Und übrigens, Nein ist eine vollständige Erklärung. Ne? Also man muss nicht sagen, nein, weil, kann man, muss man nicht, aber Nein reicht schon. Ne? Ja, manchmal reicht es einfach auch, Nein zu sagen. Wir müssen Nein sagen zu den Dingen, zum Beispiel, die uns runterziehen. Ne? Nein sagen zu, Nachrichten gucken. Ne? Nein sagen zu Menschen, die immer nur rumnörgelnasen und rumschimpfen und boah, scheiße, ist schon wieder Montag, ne? Boah, scheiße, Woche. Muss ganze Woche arbeiten, boah, scheiße, ne? Zu solchen Leuten einfach auch mal Nein sagen. Das heißt, wenn wir die Wahl haben, da einfach nicht hingehen. Und wenn wir uns mit denen umgeben müssen, dann so wenig Kontakt haben mit denen, wie es eben geht. Also einfach auch mal ein leidenschaftliches Nein. Weil ein leidenschaftliches Nein zu Dingen, die dich runterziehen, ist auch ein leidenschaftliches Ja zu dir selbst. Ein Ja zu dir, zu deinen Träumen, zu dem, was dich begeistert. Und das Schlimmste ist nämlich so dieses halbgare vielleicht. Ne? So wischiwaschi, mal gucken, ich weiß es nicht, ne? Vielleicht. Möchtest du dies und das machen? Vielleicht. What vielleicht? Was? Ja oder nein? Ne? Triff Entscheidungen. Denn so viele Menschen stecken fest, weil sie einfach keine Entscheidungen treffen. Weil sie nicht sagen ja oder nein, sondern vielleicht. Weil das tun sie aus mehreren Gründen. Und zwar erstens, weil sie Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Ne? Wenn ich jetzt nein sage, dann verpasse ich das und dann ist hier und da und da. Ne? Und deswegen halte ich mir diese Option mal offen, weil vielleicht. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, es gibt keine falsche Entscheidung. Es gibt immer nur Entscheidungen, die wir treffen und die führen uns auf gewisse Wege. Und diese Wege führen uns zu gewissen Orten, Menschen und Dingen in unserem Leben. Und da gibt es keine falsche Entscheidung. Weil wir auch immer die Möglichkeit haben, wieder einen anderen Weg einzuschlagen. Das Leben ist ja nicht starr. Ne? Wenn wir jetzt einmal gesagt haben, ich gehe da lang, dann muss ich jetzt mein Leben lang da lang gehen. Ist ja nicht so. Wir können auch sagen, okay, ich gehe jetzt mal hier lang und dann merke ich, okay, da vorne ist die Wand, da komme ich nicht weiter, dann gehe ich jetzt einfach da lang. Ne? Kann ich ja machen. Bin ja flexibel, bin ja kein Baum, ne? Bin ja nicht irgendwo festgewurzelt. Und deswegen triff eine Entscheidung. Der zweite Grund, warum viele Menschen keine Entscheidung treffen, ist, dass sie sich gerne alle Optionen offen halten möchten. Nicht wahr? Wir halten uns gerne alle Optionen offen und haben so 17 Eisen im Feuer und so, ne? Das Problem ist, wenn man sich die Optionen zu lange aufhält, dann verfallen die. Das ist nämlich das Problem mit Optionen, ne? Die verfallen irgendwann. Und alle, die sich ein bisschen so mit Finanzmärkten auskennen, die wissen, Optionen verfallen. Und so ist das im echten Leben nämlich auch. Das heißt, wenn wir zu lange warten, ist die Gelegenheit irgendwann weg. Das heißt, wenn wir uns auf einen Menschen nicht richtig einlassen, weil vielleicht kommt noch was Besseres, dann ist dieser Mensch irgendwann weg. Wenn wir eine Gelegenheit haben, dann müssen wir auch zugreifen, dann müssen wir sagen, ja, ich gehe dafür oder nein, ich gehe eben nicht dafür. Weil alles, was wir so auch so im Halbgaren machen, so vielleicht und ich weiß es nicht, das bremst uns aus. Und auch Sachen, die wir machen, wo wir kein inneres Ja für haben, sondern nur so ein, vielleicht, und lass uns überreden und machen das. Das sind immer Dinge, die kosten uns unheimlich viel Zeit, unheimlich viel Energie, aber die bringen irgendwie gar nichts, ne? Die bringen uns nicht vorwärts. Das heißt, entweder ein klares Ja oder auch ein leidenschaftliches Nein. Hey, André hier. Wie hat dir dieses Video gefallen? Wenn es dir gefallen hat, gib mir doch ein Däumchen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat und du sagst, blöde André, ne? Doofes Video. Gib mir einen Daumen runter, gib mir auf jeden Fall ein Feedback. Und falls du es noch nicht getan haben solltest, auf jeden Fall diesen Kanal hier abonnieren, dann verpasst du keins meiner weiteren Videos. Alrighty, jetzt hab eine tolle Woche, genieße deine Woche, mach den Unterschied, für den du hier bist und triff wirklich Entscheidungen. Sag ja oder sag nein. Ich bin raus für heute und ich bin dein André. Mach's gut, bis dann. Ciao.